So, YouTube. Willkommen zu etwas Neuem, etwas anderem. Ich wollte schon lange spielen, aber bisher haben meine Rechnerkapazitäten nie dazu ausgereicht, dieses Spiel zu spielen. Und wenn, dann nicht in einer Qualität, in der ich es auch wirklich aufzeichnen, benutzen und irgendwas konnte. Inzwischen geht das so halbwegs. Es ist immer noch sehr viel Rasen und Gewuchs in dem Spiel, was es dem Codex auf jeden Fall problematisch macht. Aber wir werden auf jeden Fall mit einem neuen Spiel reinstarten und mal gucken, wie weit es uns bringt. Zum Release von Teil 2 werden wir auf jeden Fall auch reinstarten. Für die, die später gucken, guckt euch das Let's Play von Teil 2 an. Wenn ihr Teil 1 geguckt habt, nicht, dass ihr euch spoilert. Und ich würde direkt eingehen, nicht? Wir werden starten. Neues Spiel. Spieldurchgang 3, wir haben noch ein paar übrig. Ja, so um die 30 Stunden haben wir bisher immer geschafft. Ich glaube, eins habe ich sogar gelöscht. Da hatte ich 90 Stunden, das ist aber auf einem anderen Rechner gewesen. Deswegen starten wir Spieldurchgang Nummer 3, denn aller guten Dinge sind 3. Hardcore-Modus. Realistischer Modus für Spieler, die bereits mit den Grundlagen des Kampfsystems vertraut sind. Nein. Normaler Modus. Bloß kein Hardcore bei sowas, wo es um Steuerung geht. Das frühe 15. Jahrhundert war für das Heilige Römische Reich, welches unter der Herrschaft seines verblichenen Kaisers Karl des Vierten aufglüht war, eine Zeit des Aufruhrs. Oh. König Wenzels Untätigkeit brachte ihm Unwillen vieler Adlige ein. Und den seines Halbbruders König Sigismund. Schmalt es mir in den Ohren! Ich liebe es, wenn man Videos nicht gesondert leise drehen kann. Okay, das ist Silberskalitz. Eine kleine Siedlung mit Burg. Und Mine. Und einen Markt haben sie auch noch. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Und da ist es. Unser Häuschen. Ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Oha. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Mhm. Ich glaube, wir werden gleich geweckt. Heinrich! Da jetzt liegen komm, wir. Steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Oh oh. Hast du dich wieder... Oh, Heinrich.
Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. So, da sind wir wach, würde ich sagen. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? Unser erstes Gespräch. Charakter, mit der Hilfe von den ersten zwei Auswahlmöglichkeiten im Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkung im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. So, aber was wollen wir denn haben? Ich würde schon auf Redekunst gehen, nicht? Das ist schon ein bisschen wichtig. Ich war beim Reigen, Agilität, Vitalität, ich war bei Bianca, ich arbeite in der Schmiede, Stärke. Stärke, klingt auf jeden Fall gut. Und Redekunst ist auch gut. Agilität, Vitalität auch, nicht? Leben, mehr Leben ist gut. Da kann ich aber vielleicht bessere Sachen erreden. Stärke ist aber auch wichtig. Ich gehe auf jeden Fall auf die Redekunst erstmal. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und natürlich. Ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Was? Nein. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Nochmal Redekunst oder... Und wenn schon... Oh, blöde Antwort. Matthias zeigte mir das Bogenschießen. Auch nicht schlecht. Bogenschießen auf jeden Fall auch wichtig. Aber Stärke auch interessant. Und Vitalität wegen Gesundheit vielleicht auch interessant. Oder Redekunst gleich richtig erhöhen. Ich würde sagen, wir steigen voll in die Redekunst ein. Den Rest kriegen wir dann auch noch dazu, oder? Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein. Aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Okay, ich habe Hunger. Ist Vater wütend? Brauchst du Hilfe? Wir fragen natürlich als ehrbarer Sohn, ob sie Hilfe braucht. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. Okay, dann fragen wir noch, ist er denn wütend auf mich? Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Na sicher. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Okay, waren meine Freunde hier? Ich hab Hunger, waren meine Freunde hier? Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Du tust ihnen Unrecht? Ach, lass gut sein, sie sind keine Saufbeute. Naja, aber sind sie ja. Warum kann ich nicht ja sagen? Ich will nicht darüber reden? Nein. Du tust ihnen Unrecht? Nee. Ach, lass gut sein. Mutter. Du bist fast erwachsen, Heinrich. Vater vermacht dir eines Tages die Schmiede und du machst dieser Bianca jetzt schon seit Monaten den Hof. Warum verschwendest du weiterhin deine Zeit mit diesen Rumtreibern? Die bringen nichts als Ärger. Ich hab Hunger. Die beste Antwort. Verbring deine Zeit nicht mit den Rumtreibern, aber ich hab Hunger. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich hab etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Okay.
das erste Gespräch und Redekunst erhöht. Und da sind wir in unserer Butze. So, was haben wir denn hier? Nägel für Theresa. Finde ich gut. Retterschnaps. Oh, mit dem kann man nämlich irgendwie speichern. Ringelblumenaufguss. Was machte der nochmal? Regeneriert bin 1 Minute 30 Lebenspunkte. Und die Auswirkungen eines Katers werden behoben. Aha. Und Verband haben wir auch. Ich würde sagen, wir nehmen einfach alles. Was haben wir hier? Essen. Wenn du essen willst, entsprechenden Gegenstand, Tab, Nahrung, Inventar, E gedrückt halten. Okay, können wir hier nicht die Äpfel mitnehmen? Wozu habe ich hier wunderschöne Hip... Ah, doch. Das ist nicht möglich, während ich sitze. Ja, als ich gestanden habe, konnte ich sie auch nicht aufnehmen. Frech. Frech Spiel. Und die Äpfel drehen sich immer noch zur Seite weg. Das wurde auch nie behoben. Sehr, sehr lustig. Auf die Äpfel kann ich nicht... Doch. Okay, man muss sich ja so zwischen prügeln, dann kommt man auch an die Äpfel ran. Äpfel immer gut, Linsensuppe. Brötchen, sehr gut, wichtig und richtig. Was haben wir da? Geld? Kann ich nicht mitnehmen? Warum nicht? Das wäre gemein. Die richtigen Sachen darf ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier noch? Käse? Aus dem Topf essen. In den Topf geben. Okay, ich könnte irgendwas reingeben. Nee. Ich glaube, wir haben kein Gefäß, um Suppe mitzunehmen, ne? Okay. Kann man sich irgendwie alles anzeigen lassen? Nicht, oder? Bei Baldur's Gate 2 gab es so eine Funktion, wo man sich alles anzeigen lassen konnte. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Wir nehmen erstmal alles mit, auch wenn wir es nicht brauchen. Vielleicht können wir die verkaufen. Schlossknacken. Ah. Karotten, Kohl. Wir sind gleich wahrscheinlich überladen. Ich kenne mich doch. Ich überlade mich direkt. Oh, was ist denn hier alles drin? Das Gute ist, ich kann mich nicht selber klauen. Okay, da haben wir schon alles raus. Das auch raus, oder? Ja. Was haben wir hier noch? Noch mehr Karotten. Oh, die ganzen Vorräte für ein Jahr. Wir haben sie direkt mit. Wäre irgendwie cool, wenn er highlightet, was man gerade anvisiert. Das wäre noch perfekt. Weil manchmal ist es nicht ganz eindeutig, was zusammengehört und was nicht. Aber... vielleicht im Teil 2 ist das dann behoben. Ich glaube, wir haben alles soweit, oder? Manchmal gibt es so versteckte Sachen, die ich übersehen habe im ersten Run früher. Es gibt auch irgendwie alternative Ausgänge von der Story jedes Mal. Da kann man also auch gucken. Kompass, geh zu deinem Vater. Okay, das machen wir gleich, wenn wir alles geguckt haben. Was haben wir hier noch so schön? Ein Gang. Okay, das ist ein Wehrgang, nicht? Da können wir... wir sind ein bisschen klein, da können wir gerade so rauslugen. In die schöne Landschaft hinaus. Hier vielleicht. Da können wir ein bisschen mehr sehen. Da unten ist ein Dorf. Aha, aha. Und da ist die Burg. Thront über unseren Schmiedeköpfen. Und was haben wir hier? Aus dem Topf essen? Nee, noch wollen wir nicht aus dem Topf essen. Wir sind satt. Ist hier was am Baum? Was ist da? Brennnesseln. Okay. Die können wir nämlich pflücken. Wir sind ja Kräuterkundler durch und durch. Das ist wichtig. Und gibt durchaus auch Erfahrung. Ich glaube, mit Brennnessel kann man auch relativ gute Sachen machen. Ich muss halt nur drauf achten, nicht unser Inventar 49,5, selbst so ein paar Brennnesseln auf Dauer, füllen das Inventar ganz gut. Solange wir nichts zum Verkaufen haben,
ja, wäre es vielleicht besser beraten, wenn wir nicht alles... Was, stehlen? Ich kann von meinem eigenen Hühnerstall stehlen. Naja, gut. Wenn wir da nicht so viel uns aufhalten. Schleifstein habe ich entdeckt. Sehr gut. Ich habe auch Wäsche entdeckt. Sowas ist dann irgendwann nicht im zweiten Teil, wenn sich sowas bewegen würde. Glaube ich nicht. Also, klar, bewegt es sich, aber nicht, wenn man durchgeht. Das sind halt alles Feinheiten, die früher, ich meine, das Spiel ist von 2018 oder so, 17, Entwicklung also 2016, wenn man das nüchtern betrachtet, 2015 ist 9 Jahre her. Und dafür hat es eigentlich immer noch eine sehr schöne Welt, wie ich finde. Man muss sich aber zurechtfinden, Steuerung ist manchmal ein bisschen clunky. Aber es entführt einen auf jeden Fall in eine wunderschöne Welt. Hallo, Dorfbewohner. Ja, und man muss aufpassen, man bricht sich ganz schnell die Haxen oder auch, verknackst sich. Da reichen wirklich schon Meter oder halbe Meter. Wie es halt auch in echt ist, wenn man blöd aufkommt, weil man nicht Geschicklichkeit geskillt hat, dann ist man sofort des Todes, nicht wahr? Oh, hier hinten ist eine Tür, aber die ist leider zu. Wir können also nicht raus. Wir sind gefangen, aber hier können wir nochmal in die Ferne dreinblicken und den schönen Wald begutachten. Ah, herrlich. Wir können nochmal hoch zur Burg, mal gucken, was da so abgeht. Aha. Janek und Jaroslav. Lass mich durch. Ich muss zum König. Jaroslav. Wollen beide nicht mit mir reden? Was zum? Es interessiert sie auch nicht. Ja, was so ein Bauernlümmel wie Heinrich macht, nicht? Das geht ihnen sonst wo vorbei. Dann sind Pferdchen. Ich habe auch geguckt, das letzte Mal habe ich das 2020 gespielt. Entsprechend hat man auch schon viel vergessen. Guten Tag, Pferd. Das riecht hier ja gut. Ich wette, es gibt noch ganz viele versteckte Sachen. Aber gut, wir fangen erstmal an, mit dem guten Herrn hier zu reden. Was ist los mit dir, Heinrich? Hast du mich nicht rufen hören? Nein. Okay, überzeugen. Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um Ziele zu erreichen, wenn du mit Menschen sprichst. Einfaches Reden benutzen, sozialer Status kann man einsetzen, gefährlich kann man sein, man kann Geld einsetzen oder Spezialfähigkeiten wie Reiten, wenn man Reiter ist, nicht wahr? Ich gehe jetzt die Tutorials alle nicht durch, die meisten Sachen sind mir noch bekannt. Es wird angezeigt, wie viel Geld man hat, wie viel gemeinsame Redekunst man hat, wie viel Charisma, wie viel Stärke und wie viel der Gegenüber hat. So, wir wissen nicht, was der Vater hat. Ich lasse mir nichts befehlen, nein. Verzeih, ich wollte mich etwas umsehen. Unser sozialer Status, Sohn, ich würde sagen, das machen wir. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Sei es drum, wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Oha. Gunnar schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz.
Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzis Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Na dann, die Arbeit wartet nicht. Gut, wir haben einen Questlog, nicht? Da können wir jederzeit reingucken. Unerwarteter Besuch, was sollen wir machen? Es gibt verschiedene Aufgaben, A, B, C, D, E, die wir erfüllen müssen. Die werden dann auch dementsprechend auf der Karte angezeigt, die Hauptquest. Und ja, die Karte ist noch sehr verdeckt für uns. Sehr wenig zu sehen. Wir sehen gerade mal unser kleines Dorf Skalitz. Hier ist unsere Schmiede. Da oben waren wir gerade. Da ist das kleine Dörfchen. Und dann gibt es noch so einen kleinen Vorort. Hier auch noch ein bisschen das ein oder andere. Und wunderschöne Zeichnung. Die haben sogar einen Namen. Wie war das? Ich habe das noch nicht nachgeguckt. Die haben so einen ganz speziellen Namen, diese mittelalterlichen Zeichnungen auf Weltkarten. Ja. Auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Schon damals, aber auch immer noch heute nicht schlecht gealtert. Finde ich gut. Okay. Kaufe Bier. Ja. Hier zum Beispiel ist so eine gefährliche Ecke. Wenn man da runterstürzt, tot. Genickbruch. Mit dem hatte ich schon geredet, nicht? Du bist nur Dorfbewohner. So, Kodex-Einträge, nicht? Da wird auch alles nochmal ganz genau erklärt. Vornamen und Nachnamen. Die Zeit bis ins 13. Jahrhundert war vornehmlich zwischen slawischen Namen meist heidnischer Herkunft geprägt. Leute wählten kurze, prägnante Namen wie Odole, was? Odolin, der Robuste, Dobros, der Gute, Schwall, der Gesegnete. Namen wurde auch nach Stand vergeben, etc. Pipapo, nicht? Also wer Lust hat, kann sich hier auch komplett in das Ganze im Mittelalter einlesen. Historie, die einzelnen Zeiten, Soziales, Imker, Gerber, Berufe, Charaktere, die auftauchen oder auch die Tutorials vom Game. Da steckt also sehr viel dahinter. Aber jetzt nichts, was wir uns im Detail angucken werden. Das meiste kennt man schon, hat man schon mal irgendwo gesehen. Ja. Ich werde irgendwann mal durch die Story kommen. Ich bin relativ weit gekommen damals. Aber nicht weit genug. Und ich hoffe, diesmal vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Vielleicht auch ein bisschen schneller. Wobei ich gerade merke, nicht, ich laufe schon wieder einfach umher, streife alles ab und entdecke einen Weg an der Wehranlage. Ist aber nicht sehr hoch, die Wehranlage. Und auch schlecht gestützt. Also so richtig Schutz, nicht, für den ersten Wall, damit man nicht komplett überrascht wird, ist die gut. Aber jetzt auch nichts Nachhaltiges. So, auch wichtig, waschen. Okay, wir sind noch sauber. Sehr gut. Das ist, wenn wir mit jemandem reden und dreckig sind, dann kann das schon zu Problemen führen. Außer der ist selber jemand, der vielleicht eher auf Dreck steht. Dann wäre es vielleicht von Vorteil, auch dreckig zu sein. Oh, lieber die Treppe nehmen. Ich will jetzt keinen Knöchelbruch riskieren. Willkommen, Heinrich. Heinrich will raus. Heinrich, raus. Keiner hört auf mich. Ich habe keine Weisungsbefugnis. Adam will auch nicht mit uns reden. Haben alle zu tun. Gehen ihrem Tageswerk nach. Schön durch den Kohl stampfen. Und rüberschwingen. Zack. Ja. Auch er hat keine Lust auf uns. Schön. Dieser Bauernhof erinnert mich total an den aus Medieval Dynasty.
So ein bisschen. Nur, dass man da Heu schlagen konnte auf der Seite. Oder dreschen konnte. Nicht überall kommt man rein. Nicht überall kann man ran. Brennnesseln wachsen hier sehr, sehr gut. Ach, da haben wir schon jemanden, der reden will vielleicht. Was ist denn mit ihr los? Glück und Gesundheit, Heinrich. Oh, das klingt aber dumpf. Ich guck mal kurz in den Einstellungen bei den Audiosachen noch einmal. Qui essentialis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Also eigentlich alles gut eingestellt, nicht? Das Spiel hatte durchaus Probleme, dass manche Stimmen sehr leise waren. Ich glaube, gerade die von Wetzel und von den ganzen, ja, wo viele Charaktere zusammen sind, war es manchmal, einer schreit, einer war ganz leise, einer wieder laut. Also da muss man dann eher hoffen, dass man versteht, was die sagen. Auch er lässt uns nicht raus. Ich glaube, das haben wir auch nie gefixt. Oder nie vollständig. Ich hatte damals auch einen Game-Breaking-Bug, weswegen ich meinen 90-Stunden-Spielstand wegschmeißen konnte. Der Bug wurde dann behoben, aber nicht mehr für diesen Spielstand. Und ich hatte keinen Spielstand davor, weil ich habe einen Gegenstand eingesammelt und 60 Stunden später hat mich das quasi ja, als Verbrecher gebrandmarkt und ich konnte diesen Gegenstand, weil es ein Questgegenstand ist, nicht mehr loswerden. Und da, wo ich ihn loswerden konnte, habe ich gemacht, aber da hat es nicht getriggert und nicht den Gegenstand aus dem Inventar entfernt. Und dementsprechend war der Spielstand dann hinüber, nicht wahr, Ilse? Oh, sehe ich ganz genauso. Kann ich die wegschieben? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ach, diese Landluft. Und was machst du hier? Ah, du lässt es dir schmecken. Hm, Misthaufen. Ah, Erdhügel, wächst hier was? Können wir irgendwas ausgraben? Nee. Auf jeden Fall ein wunderschönes Örtchen, nicht? Da, jetzt können wir mal über den Zaun hinwegblicken. Eine sehr schöne Fernsicht. Man konnte damals schon wirklich gigantisch weit gucken. Auch auf schlechteren Rechner hat das gar nicht so schlecht funktioniert. Ich glaube, der Hintergrund ist alles in 2D gerendert. Man sieht hier, die Bäume sind auch nicht wirklich 3D. Und trotzdem sieht es gut aus, nicht? Also man braucht auch vielleicht gar nicht viel, viel mehr. Schnellreiseort. Okay. Kann ich da hinreisen? Lande ich dann vor der Tür? Moment. Ah, ist jetzt nicht möglich. Schade. Ach, Mann. Aber gut, das hätte man wahrscheinlich schon längst gehört, dass das möglich gewesen wäre. Hier unten haben wir auch nochmal eine Tür, da kommen wir natürlich auch nicht raus. Hier im Wagen irgendwas. Nein. Hallo, Heinrich. Hallo. Mach die Tür doch bitte für uns auf. Nur ganz kurz. Nur einmal. Ja, Redekunst noch nicht hoch genug. Mal hier irgendwie durch. Leiter klauen. Nix darf man. Oh, was ist das? Baldrian. Kräuterkunde wurde eine Stufe erhöht. Sehr gut und sehr wichtig. Ich muss sagen, das Kräuterkundler-Sammeln hat mir in dem Spiel schon immer Spaß gemacht. Ich konnte am Anfang, im ersten Run, habe ich wirklich jede Pflanze gesammelt. Wirklich, mein Charakter hatte maximale Kräuterkunde. Da war ich, glaube ich, im zweiten Dorf. Weil ich wirklich alles eingesammelt und verkauft habe. Das war meine Haupteinnahmequelle.
Löwenzahn haben wir auch noch nicht gesammelt. Das Gute ist auch, wenn man Pflanzen übrigens sammelt und die im Inventar hat, dann duftet man gut irgendwann. Das muss man skillen, soweit ich weiß. Kräuterkunde schon die nächste Stufe erreicht. Sehr gut. Das gibt einen aber signifikante Vorteile. Zum Beispiel beim Reden mit Personen, gerade höheren Ständen, ist das natürlich sehr zuträglich, wenn man gut riecht. Okay, ich würde sagen, wir haben genug, sonst bin ich gleich wirklich voll. Schmetterling verschwindet im Boden. Da liegt nur Holz drauf. Liegt hier nicht einfach mal so ein Schwert im Dings? Ach, Manno. Hier irgendwas Schönes. Jetzt haben wir uns wieder gewaschen. Wir sind auch durch die Modder gelaufen. Schlossknacken? Nee. Da läuft jemand. Da sitzt jemand. Heinrich, schön, dass du da bist. Du nur Dorfbewohner. Frau des Deutschen. Hätte das nicht Frau des Deutschen sein müssen? Da ist noch eine Pflanze. Ist die noch... Nee, ist nur Löwenzahn. Das andere können wir noch nicht... Oder kann man nicht sammeln. Das fand ich zum Beispiel auch komisch. Warum kann man nicht alles sammeln? Das ist immer so eine... Ich bin schon wieder dreckig. So eine Spielentscheidung, die ich schon damals komisch fand. Nicht alles sehr realistisch. Man kann eigentlich alles irgendwo mitnehmen, aber irgendwie kann man auch nicht alles mitnehmen. Oh, Ringelblumen, oder? Ja. Hier gab es schon Ringelblumen? Okay. Du bist doch auch was, oder? Nee, du nicht. Ein paar Ringelblumen dabei haben auf jeden Fall nicht verkehrt. Also richtig mit dem Anvisieren, das klappt so semi, nicht wahr? Manche Sachen kann ich gut anvisieren. Manche nicht so richtig. Kräuterkunde, Stufe erhöht. Also, das fand ich schon damals. Das geht relativ fixikato, dass man hier zum guten Kräuterkunde-Level hochkommt. Das Gute ist auch, irgendwann sammelt man die Blumen in der Umgebung mit ein. Dich, Heinrich. Hallo. Na gut, dann gehen wir mal zum Markt. Vielleicht will da ja jemand was kaufen oder verkaufen. Dafür sollten wir uns nochmal waschen vielleicht. Da konnten wir... Ne, wo? Hier. Schon wieder dreckig. Oha, was ist hier los? Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm.
Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Oh, oh. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber er übertreibt auch gar immer. Nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Bist du dabei? Okay, was können wir jetzt sagen? Das mache ich nicht oder das mache ich? Das ist eine der ersten schwierigen Entscheidungen. Aber komm, wir sind dumm, oder? Wir machen das. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's! Das gibt immerhin ein bisschen Erfahrung, würde ich sagen. Von daher machen wir das einfach mal. So. Neue Codex-Einträge kommen rein. Okay, Angriffsplan wird durchgesprochen. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Weil wir der Schlaue sind. Na gut. Dann zu Frau Deutsch. Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Oha. Aber macht er wirklich? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Deswegen sind wir der Kluge, weil wir sowas gesagt haben. Ja. Okay. Es kann losgehen. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribock ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch. Häuser einsauen macht einfach Spaß. Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund. Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Oh, was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut?
Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh oh. Arschloch! Das wirst du mir büßen! Jetzt geht's rund. Okay, Kampf. Haken links, rechts Schlag, Tritt F. Tab, fokussieren, Fokus beenden, L-Shift. Das habe ich nie verstanden. Warum Shift, also warum mit Tab fokussieren und mit was anderem beenden, was dann auch noch für Rennen hergenommen wird. Q blocken, okay. Wer ist denn unser? Scheißkerl! Zeig, was du drauf hast! Hast weiche Knie bekommen! Was? Ich? Okay, er will nicht mehr. Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg! Oh oh. Der Büttel ist auf dem Weg. Der Büttel. Jetzt rennt, Leute. Hallo, Heinrich. Büttel ist nämlich die Polizei. Quasi. Die da aber einfach rumsteht, nicht? Denen ist es eigentlich total egal. Außerdem kennen wir die doch alle. Ich meine, das Dorf hat wie viele Einwohner? 20? Ach, jetzt liegst du hier und schälst. Oh. Wie weit wollen wir noch? Triff dich mit den Jungs bei Kunisch. Aufgabe begonnen. Okay, wir haben es also geschafft. Wir sind anscheinend entkommen, indem wir einfach den einzigen Weg im Dorf lang gelaufen sind, der nicht zentral durchs Dorf führte. Sehr interessant. Ich habe mich nur gewaschen. Okay. Also das Waschen hat ein bisschen länger gedauert. Gut, wir hatten auch Mist an den Händen, nicht? Darf ich nicht vergessen. Und wir sind blitzeblank und sauber. Ich würde sagen, damit gehen wir aus der ersten Folge raus und wir sehen uns zur zweiten wieder. Und dann verkaufen wir Sachen auf dem Markt. Dranbleiben.